Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Das ist der Hummer H1 Humvee und den zeige ich euch jetzt mal aus der Nähe. Kommt mal mit. Der Hummer H1 Humvee, wie wir ihn hier haben, wurde ursprünglich mal nur für den Krieg gebaut. Das Humvee steht eigentlich nur für die Militärvariante. Ich muss das leider mal ablesen, weil ich mir das ehrlich gesagt nicht ganz merken kann. Und zwar steht das Ganze für High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Kurzfassung HMMWV und schnell gesprochen und unersprachlich Humvee. Deswegen heißt das Auto im normalen Umkehrschluss immer Humvee. Wir haben eine Voll-Aluminium-Karosse. Das ist noch richtige Qualität. Da hat man noch richtig was von. Wir haben hier hinten, gut, steht schon mal groß dran, ist wahrscheinlich wie eine Art Kennzeichen, dass Sie das immer schön sehen konnten. Das haben wir. Und wenn wir von hinten drunter gucken, gehen wir ein Stück weg, seht ihr, dass wir Sturz haben. Am rechten Rad sieht man es im Moment ein bisschen besser als am linken. Und zwar konnte man den damals mehr oder weniger variabel einstellen bei den Autos, weil wenn die dann Zuladung kriegen, dass sie genau in der Spur sind, weil die Panzerspur halt immer maßgeblich war. Das ganze Auto hat einen 6,2 Liter V8 Diesel, aber wir haben viel Hubraum, haben aber nur 112 kW Leistung, weil die Autos waren nun mal nicht zum Schnellfahren gebaut, die wollten ja keine Rennen gewinnen, sondern die wollten Kriege gewinnen. Deswegen mussten die Autos einfach nur praktisch sein und mit viel Kraft durchs Gelände kommen. Im Innenraum, nehmen wir mal mit rein eben. Im Innenraum, ja, simpel kann man das Ganze nennen. Also es ist wirklich nicht viel. Lenkrad, Tachoanzeige, die Schaltung, das große Ding hier, das ist die Handbremse und wir haben auch nur rückwärts, neutral und D für Drive und Gang 1 und 2 und natürlich die Untersetzung. Aber wir haben kein P, sondern wir müssen immer in N und mit Handbremse parken. Diese wundervolle Klappe hier, dieses riesige Plastikdingen, ist natürlich praktisch gedacht, wenn ich die mal wegnehme. Hinter der Klappe verbirgt sich nämlich ganz simpel einfach der Motor. Wenn ihr also während der Fahrt mal eine Panne habt und ein Problem habt, kann man einfach dran. Da sieht man nämlich das ganze schöne große Aggregat. Das ist schon pfiffig gemacht. Und nicht zu vergessen die Ohrstöpsel, weil es natürlich durch die Nähe dieses Motors extrem laut und extrem warm wird. Deswegen liegt auch hier immer diese Decke drauf, die natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen optischen Charakter hat. Aber die soll vor allem etwas die Wärme aus diesem Fahrgastraum abhalten. Wir können auch, was ganz praktisch ist, hier, deswegen sind die Scharniere überall dran, diese Frontscheibe einfach rausklappen. Das kann ich ja leider nicht vormachen, weil das Dach und alles montiert ist, aber wir können die ganz praktischerweise einfach abmachen oder nach vorne wegklappen. Dann würde ich sagen, langweile ich euch gar nicht mehr so sehr, sondern wir drehen einfach mal eben eine Runde. Dazu, wenn wir vorglühen, haben wir nämlich hier den Tacho. Wir müssen drehen, dann geht dieses Lämpchen hier an. Wait. Bis wir fahren können, oder beziehungsweise bis wir starten können. Bremse treten. Erstaunlich.
ist das, was ich gerade sagte, man merkt, dass der natürlich nicht gerade spritzig am Gas ist, wie man das so schön kennt, sondern dass es einfach schwergängig ist. Also ich muss relativ viel Gas geben, bis überhaupt was kommt. Und das Fahren ist jetzt auch nicht gerade komfortabel, aber für das, was man vorhat, sollte es eigentlich ausreichen. Also es ist jetzt keine Luxuskarosse. Anhalten merkt man, dass das ganze Auto immer erstaunlich schaukelt, weil man damals im Sand einfach etwas sanfter anhalten wollte, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Unser Meister hat mir das mal erklärt, den technischen Hintergrund, warum das so wackelt. Müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachfragen. Aber Fakt ist, es wackelt einfach immer so ein bisschen hin und her, wenn wir mit dem Auto anhalten. Das war unsere kurze Vorstellung zum Hammer H1 Humvee. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr eine Frage habt, ruft mich gerne an. Ich leite die dann an unseren Meister weiter, weil ich alle technischen Fragen leider auch nicht beantworten kann. Aber danke, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.